Ich habe mir Ende 2015 eine GoPro Hero Plus Sportcam zugelegt und habe mir einfach die nächstbeste SD-Karte dafür gekauft. Die Testaufnahmen haben einwandfrei funktioniert, also habe ich die Kamera gleich zum ersten Videodreh mitgenommen. Aber irgendwie hat das Gerät dann massive Probleme gemacht. Die Aufnahmen sind plötzlich abgebrochen, die Dateien wurden teilweise korrupt und die GoPro hat sie mehrere Male komplett aufgehängt. Und ihr mit euren Actioncam ähnliche Probleme habt und ihr wissen wollt, wie ihr sie lösen könnt, dann seid ihr hier auf Checkaldo genau richtig. Servus, grüß euch, ich bin der Homaldo und auf Checkaldo checke ich heute einfach mal für euch, warum Actioncams manchmal Probleme mit SD-Karten haben und was es mit deren Geschwindigkeitsklassen auf sich hat. Die Probleme mit meiner GoPro haben natürlich mit der verwendeten SD-Karten zu tun gehabt. Obwohl es nachträglich gesehen ziemlich logisch erscheint, war mir damals noch nicht bewusst, dass bei Videoaufnahmen ziemlich viele Daten in sehr kurzer Zeit geschrieben werden, aber die Schreibgeschwindigkeiten der verschiedenen SD-Karten extrem variieren. Für Videoaufnahmen muss eine SD-Karten sehr schnell sein, verwendet man eine zu langsame Karte, dann wird es ziemlich schnell ziemlich problematisch, wie eben in meinem Fall. Steht man im Geschäft vor dem SD-Kartenregal, fühlt man sich gleich mal erschlagen von der Auswahl an verschiedenen Produkten. Ich zeige euch jetzt, wie es ihr rausfinden könnt, welcher SD-Karten ihr am besten kaufen solltet. Erste Regel, Karten von No-Name-Herstellern vermeiden und auf bewährte Markenqualität setzen, wie etwa SanDisk, Kingston, Sony oder Alexa. Im Internet wird extremes Schindluder mit gefälschten und sogar manipulierten SD-Karten drin, also unseriöse Anbieter vermeiden und sowieso niemals gebrauchte SD-Karten kaufen. Aber wie findet man denn jetzt raus, wie schnell eine SD-Karten überhaupt ist? Wichtig zu wissen ist, dass jede Karten zwei verschiedene Geschwindigkeiten hat, also einmal die Lesegeschwindigkeit und einmal die Schreibgeschwindigkeit. Für unser Actioncam interessiert uns natürlich nur die Schreib- oder Write-Geschwindigkeit. Leider findet man auf der Verpackung meistens nur einen einzigen Wert und das ist normalerweise die Lesegeschwindigkeit, die in der Regel immer höher ist als die Schreibgeschwindigkeit. SD-Karten ohne explizite Schreibgeschwindigkeitsangaben sollte man von Haus aus für Videokameras vermeiden. Aber findet man im Regal ähnliche Karten mit Angabe der Schreibgeschwindigkeit, auf was soll man achten, beziehungsweise wie schnell soll die Karten eigentlich sein? Faustregel, so schnell wie möglich, also auf jeden Fall 10 MB pro Sekunde. Am besten schneller. Es gibt mehrere Klassifizierungssysteme, die euch die Geschwindigkeitsklasse verraten. Vielleicht sind euch schon mal diese Symbole auf der Vorderseite von einer SD-Karte aufgefallen. Inzwischen etwas veraltet ist die sogenannte Speed Class, die man an einer Zahl zwischen 2 und 10 in einem großen C erkennt. Die Zahl sagt dann die minimal garantierte Schreibgeschwindigkeit in MB pro Sekunde. Eine 10 heißt, dass die Karten mindestens 10 MB pro Sekunde schreiben kann, eine 6 bedeutet 6 MB pro Sekunde und so weiter. Die Speed Class Skala hört aber bei 10 MB auf. Für alle schnelleren Karten gibt es bereits neuere Systeme, zum Beispiel die UHS Speed Class, die man an dem U erkennt und die dort weitergeht, wo die alte Speed Class aufgehört hat. Eine UHS Speed Class 1 SD-Karten kann mindestens 10 MB pro Sekunde schreiben, eine UHS Speed Class 3 Karten mindestens 30 MB. Die Video Speed Class, die noch nicht ganz so gebräuchlich ist, erkennt man am V und die startet bei 6 MB und geht rauf bis zu 90 MB. Derzeit sollte man aber mit 30 MB, also UHS Speed Class 3 oder Video Speed Class V30 auf der sicheren Seite sein. Das sollte dafür 4K Videoaufnahmen reichen. Diese ganzen Klassifizierungssysteme sind jetzt sicher ein bisschen verwirrend. Unten in der Videobeschreibung habe ich ein paar Links gepostet, wo alles nochmal genau erklärt und beschrieben ist. Im Prinzip ist das auch schon alles, was man wissen muss, wenn man sich eine neue SD-Karten für seine Actioncam kauft. Manchmal kommt es aber vor, dass SD-Karten nach einiger Zeit immer langsamer werden und plötzlich von einem Tag auf den anderen Probleme machen. Mir ist es zum Beispiel letzte Woche passiert, wie ich das Mauszeiger am iPhone Checkaldo Video drehen wollte. Ich habe die SD-Karten in meiner GoPro seit über 2 Jahren regelmäßig und völlig ohne Probleme im Betrieb, aber auf einmal hat es zum Herumspinnen angefangen. Nach wenigen Minuten, manchmal sogar schon nach 20 Sekunden, hat die Aufnahme einfach aufgehört und die GoPro hat sie dann sogar komplett aufgehängt und sie teilweise gar nicht mehr einschalten lassen. Offensichtlich ist die SD-Karten irgendwie kaputt worden. Es gibt aber zum Glück im Internet kostenlose Programme, mit denen man die Geschwindigkeit von SD-Karten überprüfen kann. Ich habe mir da mal eins runtergeladen, den Link findet ihr ja wieder unten in der Videobeschreibung, und die betroffene SD-Karte mal ausgemessen. Und siehe da, die Ergebnisse waren bei jeder Messung komplett unterschiedlich, meistens in der Gegend von 5 MB pro Sekunde, also viel zu wenig für eine Class 10 bzw. UHS 1 Karte. Wie ich die Karten dann ein paar Tage später nochmal geprüft habe, waren die gemessenen Zeiten zwar wieder über 10 MB pro Sekunde, sind aber bei jedem Messvorgang zwischen 11 und 25 MB geschwankt.
ein weiterer Indiz, dass diese Karte fehlerhaft ist, weil die gemessenen Werte sollten nicht derart massiv abweichen. Ich verwende seither eine neue UHS-3-Karten, also eine mit einer garantierten Schreibgeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde und die GoPro funktioniert wieder einwandfrei. Seit diesem Vorfall überprüfe ich übrigens alle meine SD-Karten und USB-Sticks regelmäßig auf ihre Geschwindigkeit und kann das jedem empfehlen, der auch mit Video-Recording zu tun hat. Und somit hätte ich auch schon wieder ausgecheckt für heute. Ich hoffe, mein Video über die Geschwindigkeitsklassen von SD-Karten und die Probleme, die zu langsame Exemplare verursachen können, war hilfreich für euch. Lasst es mir einfach unten im Kommentarbereich wissen. Ich freue mich schon auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewerten könntet und ganz besonders darf mich freuen, wenn ihr meinen Checkaldo-Kanal abonniert, damit ich es auch in Zukunft einfach für euch checken kann. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.